Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Freund, hier zu einer weiteren Runde World of Warships. Heute eine Special-Runde. Ich bin zusammen mit dem Marcel, mit Bad Flavor, moin. Und wir spielen gegen zwei Clan-Mitglieder. Die sind im gegnerischen Team. Wir sind halt zu viert und können halt keine vierer Division machen. Deswegen, Marcel, wo wollen wir hin? Ich würde C sagen. Alles klar. Und da wir keine Vierer-Division machen können, haben wir zwei Zweier gemacht und zeitgleich auf Suchen geklickt. Und jetzt haben wir das Glück, dass die beiden im gegnerischen Team sind. Zweimal die Amagi von den dreien. Und ja, Division C ist das auf der anderen Seite. Bin ich mal gespannt, wie wir jetzt da rocken. Tendenziell haben die beiden deutlich mehr Spielerfahrung als wir. Und ja, wir haben sie jetzt gerade im TS einen anderen Channel geschoben, damit wir mit denen nicht kommunizieren können. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Runde. So, Marcel. Ja, aber ich muss dich korrigieren. Die sind Division B, nicht B. Nee, wenn die B wären, ist denn der Key. Ja, Plüschküken fährt die Key. Ach so, ich dachte, die fahren beide die Amagi. Nein. Ach so. Ah, sonst. Trotzdem dreimal die Amagi als Gegner. Ja. Ey, das ist ja so cool. Alles klar. Ja, 10 Kilometer Torops. Wie weit können die überhaupt schießen? Weiß ich nicht. 21,4. Die werden natürlich wahrscheinlich versucht, jetzt auf uns zu gehen. Natürlich. Denken sich jetzt auch, wo fahren die wohl am ehesten hin? Auch bei C ist eine Meeresenge, Sven liebt Meeresengen. Ja. Naja, aber bei A sind ist in Thomas zu viele Inseln, da ist die Key. Ja, siehst du, sag ich da doch. Sind sie. Dann hätten wir besser zu A fahren sollen. Jetzt war das nochmal F10, ne? Viel Glück, ja. Viel Glück, F10, okay. Da ist er. Plüschküken kriegt schon auf die Fresse hier von der Des Moines. So, wo ist Ballerbude? Da vorne. Ich versuche aber auch ein bisschen defensiver zu spielen. Ich will nicht ganz so reinpushen. Ein bisschen im Hintergrund halten. Da ist die Rhön. Ah, er brennt ja schon. Sehr gut. Da kommt eine Amagi ziemlich reingepusht. Ich würde mal fast behaupten, das ist Thomas. Natürlich ist das Thomas. Ich drehe ein bisschen ab. Ich bleibe hinter der dicken Insel. Was haben wir generell hier? Ach, sogar Neuner. Das finde ich echt witzig. Eine Amagi da vorbeigeschossen. Hat aber viele Torps gefressen. Hat auch reingefressen. Ja, Plüschküken kriegt schon gut auf der Fresse da hinten. Boah, das ist eine große Map, ey. Ja, die ist echt groß, die Map. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen rüber und da der John Bart und so da bei A ein bisschen Gegenwind geben. Zumindest fahre ich jetzt tendenziell eher in die Richtung. Hier unten kommt jetzt gleich eine Ashoi oder wie auch immer die heißt. Hebelt sich jetzt ein, hält an. Da ist Ballerbude. Kann auf ihn schießen, aber ich muss nachladen. Ich bin bis dato noch nicht entdeckt worden. Ne? Ich bin jetzt entdeckt worden. Wir wissen noch nicht, wo ich bin. Ich schieß da mal auf Thomas. Jetzt schießen zwei auf mich. Hat Thomas schon mal 3800 Schaden gedrückt. Bremst da ab. Aha, Thomas nicht getroffen. Thomas dreht auch ab. Und ist ein kleiner DD.
Scheiße, wir haben nur noch die Ibuki hier oben. Ich schieße einfach mal so auf gut Glück auf die Höhland, aber die bremst, oder? Unsere Östergötländer. Es kann doch nicht sein, dass einer Magier schon mal tot von denen. Hier vorne steht eine Jean-Bart und ich sehe die nicht. Also die Piotr Rico, sie sagt mir jetzt aber auch nichts. Jetzt hat die Jean-Bart geschossen, jetzt müsste sie doch mal aufgehen. Da ist er. Muss ich aber auch abdrehen. Oh, die Frist. Aber nicht so viel. Naja, immer 8000 Punkte. Ballabud hat ja auch nur noch Half-Life. Den habe ich auch gerade getroffen. 3800. Wir haben die Mats hier bei uns. Die steht. Wo ist die Jumbard? Ja, die ist irgendwo in der großen Insel da. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht gleich in so eine Ecke drängen. Der brennt ja völlig runter, Thomas. Zwei Feuer. Er hält sich jetzt gegen. Da ist die Jumbard. Macht die Tactical Beaching oder was hat die vor? Ich sehe ihren Bug nicht. Ich schon. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Ah. Ich treffe sie, aber 6800, sie geht auf mich, glaube ich. Nee, sie schießt auf mich. Nee, die geht auf mich. Nein, auf mich. Doch auf dich, ja, hast recht. 6, 8. Henry geht auf dich. Ich geh weiter auf die. Auf die Jumbard. Unser größter Feind ja gerade. Mist, ein bisschen weiter vorhalten müssen. Ist ganz schön schnell. Alles auf die Insel. Oh, die frisst Torps. Voll. Ratz, ratz. Und kriegt sie nochmal Torps? Ja, ich schieß nicht drauf. Torps gekriegt. So, da hinten sind sie. Die rammen sich da gerade gegenseitig. Plüschküken hat den anderen gerammt. Ballabude kreuzt auch am Ende der Welt mehrere rum. Keiner will hier wirklich nach vorne. So, da ist nochmal die Henry. Oh, die dreht gerade schön rein. Franzose. Oh ja, 6-8 gedrückt. Ich drehe wieder. 1900, eine Kugel getroffen. Oh, wir haben gleich schon gewonnen. Also was heißt im übertriebenen Sinne, aber... Noch eine Chapau. Also ich mache jetzt hier nicht gerade die Killrunde meines Lebens, so wie eben. Aber hier geht es auch gerade nicht drum. Ich möchte mir einfach nur die Schmach gleich anhören. Wenn die Runde vorbei ist, holen wir sie natürlich noch kurz in TS. In unseren Channel und dann... Oh, nochmal 6-1 auf die Henry. So, die drücken da oben jetzt gleich alle rein. Jetzt ein bisschen aufpassen. Hier wieder super Runden, muss ich sagen, echt. Wieso triffst du denn nichts oder was? Ich treffe gar nichts hier. Das ist aber schlecht. Ich habe bis jetzt nur 6800 Schaden gemacht. Und die Öl haben aber Glück gehabt da. Ja. So, da kommen die drei Schlachtschiffe da hinten. Alle Stationen in Position eines strategischen Ziels. Oh, Plüschküken brennt gleich. Naja, nee, die gingen gar nicht auf ihn. Aber ich gehe jetzt auf ihn. Ah, Insel davor, Mist.
Das Gute ist, wir behalten C und B. Wir haben noch weniger als 100 Punkte und haben wir schon gewonnen. Ja, in einer Minute haben wir gewonnen. Okay. Cool wäre es, wenn die beiden noch sterben würden. Plüschküken fährt auf jeden Fall voll rein. Geht jetzt auf Angriff. Ja. Ich habe noch Full Life. Gut, wir sind wirklich sehr defensiv jetzt in dieser Runde. Ja. Aber es ist halt einfach nur jetzt Spaß, weil sowas hat man nicht so oft. Die stehen irgendwo da, da sind sie. Oh, da frisst er Torps. Die ziehen beide auf mich. Oh, 1100 nur. 1100. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Lass mal ein bisschen. Gehen alle auf mich. Gar keine Lust. Drehen sie ab. Gehen sie ab. Ich will einen versenken. Aber wir haben jetzt gleich eh gewonnen. Pass auf, Thomas jault gleich wieder rum, dass das Team so schlecht war. Oh, ich hätte fast Plüschküken noch gekillt. Oh, da hat er Glück gehabt, alle überleben. Ich hole sie hoch. Na moin! Lächerlich, ehrlich. Also, da unsere WD hat uns völlig im Stich gelassen, haben nichts mehr gesehen. Misha, dein Statement? Mein Statement ist absolute Kacke. Ihr seid ja riesige Camper, ne? Camper? Ja, klar. Gar nicht gecampt. Ja, 25 Kilometer. Ja. Kann sein. Deswegen habe ich auch kaum Punkte gemacht. Deswegen bin ich auch MVP von unten. Also, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Tirpitz und da hinten, Alter. Oh, wir haben auch gut ausgeteilt. Naja, es war ja einfach. Wir haben ja nichts gesehen. Wir haben euch die ganze Zeit gesehen. Ja, logisch. Ihr habt eine Smolenz drin. Die fackelt uns ab wie sonst was. Ja, gut, meine Zuschauer. Ich hoffe, die kleine Runde hat euch gefallen. War auf jeden Fall witzig. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich sage, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.